Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie wir sehen, haben wir hier für Franziskus ein Spielerbild. Ich glaube, das habe ich noch nicht vorgestellt, dass ich ihm ein neues Gesicht gegeben habe. Ich habe mir ein neues Gesicht verpasst. Der Mats hatte vorgeschlagen, dass ich doch mal hier dem ein neues Spielgesicht gebe. Und das habe ich dann gemacht. Und das wollte ich euch jetzt einmal sagen. Und ich wollte, ich versuche hier die ganze Zeit nebenbei irgendwie die Uhr zum Laufen zu kriegen, weil mein Handy gerade so abspackt. So, die Uhr läuft. Heute steht an Borussia Dortmund. Das ist das Viertelfinale. Und wenn wir kurz mal in den Finanzdingsbums schauen. Oh, hier haben wir noch richtig viele Reserven. Haben wir jetzt ja neu gekriegt. Danke, danke. Buchungsjournal, wo war denn das nochmal, wo ich sehen kann, was wir an... Ah, ich dachte gerade, es wäre Pogba. Ich war schon gerade am Durchdrehen. Was unsere Ziele sind. Option... Nein, Karriere. Karriereoption. Karriereoption? Ja. Am Po. Der Vertrag geht bis 2015. Wir haben 2013. Mit dem Vorstand sprechen. Vorstand ist auf jeden Fall super gut drauf. Ich weiß nicht, was das bringt. Unterste Liga, tralala. Filter. Transfermarkt, nein. Karriere. Ich würde einfach gerne wissen, welche Ziele wir nochmal gekriegt haben. Mazedonien. Doch abgebeten, ne? Rekorde, Finanzstatistiken. Persönliche Bilanz. Minus 17 Millionen. Weiß nicht, was das heißt. Ich habe hier richtig gut gemacht. Titelgewinne, noch nichts. Erfolge, Fans, Merchandising. Was ist bei den Fans eigentlich los? Meine nächste Frage. Soll Mike Conley gekauft werden? Nein. Okay. Dürfen nicht müde werden, auch noch keine Fehler begehen. Okay. Derzeit interessiert mich der Verein nicht. Ich war schon lange nicht mehr im Stadion. Lenken die Jungspieler die Profis nicht beim Training ab. Tobias Klemmt ist auch auf dem aufsteigenden Ast. Okay. Wollen wir den Jungs mal hier ein bisschen Unterstützung bieten? Freikarten für alle Spiele. Geben wir mal 1000 dafür. Im nächsten Spiel. Okay, wir machen jetzt mal einen Appell. Ich hoffe, dass das hier irgendwie was bringt. Dann beim Sponsoring wollen wir vorher auch nochmal... Wahrscheinlich geht das nicht. Das haben wir schon gegeben. Sponsoren anwerben, da können wir noch nichts. Oh doch, hier, noch ein freier Platz. Behandeln, ja, den einen freien Platz wollen wir auf jeden Fall. 3 Jahre Laufzeit senken und Summe erhöhen. Ah, hat nicht geklappt, schade. Ich wollte hier nicht noch einen 3-Jahres-Vertrag haben, das ist ein bisschen ätzend. Ich glaube, hier haben wir schon alles eingerichtet. Leon Goretzka war im letzten Spiel nicht ganz so gut, deswegen habe ich Robby Kruse drinne gelassen. Aber auf jeden Fall Goretzka auf der Bank. Bellinghausen und Ilzö sind verletzt. Wir brauchen hier auf jeden Fall hohen Einsatz. Zusätzliche Siegprämie, das kann auf jeden Fall rein. Sagen mal, was ist das Höchste? Ach komm, hauen wir raus. Siegprämie. Das ist ein wichtiges Spiel. Und da wollen wir uns mal das Spiel angucken, wa? Ist 3 Minuten gequatscht und los geht's. Gegen Borussia Dortmund. Textmodus, natürlich. Anders könnten wir hier nicht spielen. Ja, wir werden den Spaß am Fußball nehmen. Mehr kann ich da nicht sagen. Oh, hier kommt erstmal ein lautes Mikro, lauter Gesang im Hintergrund. Juhu! Und hier ist die Mannschaft und zwar Borussia Dortmund! Yeah, Borussia Dortmund! Die erste Halbzeit geht hier auf jeden Fall los. Schiedsrichter Patrick Höhn pfeift an und wir müssen mal gucken, ob das hier klappt. Dortmund, starker Gegner. Fortuna Düsseldorf spielt hier mit Abseitsfalle. Starke Gegner, wir locken sie an. Machen dann den Konter. Boom! Konter haben wir so überhaupt eingestellt? Ich weiß es nicht. Ecke von rechts. Voronin schießt diese Ecke. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Lukas Piszczek, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Also noch eine Ecke. Ecke von Voronin.
Sehr interessant, als er die Ecke schießt. Ein schwer zu nehmender Ball für Tobias Franziskus. Auf Umwegen kommt er. Ecke schließlich zu ihm, aber er ist zu überrascht und kann seinen Schuss nicht richtig platzieren. Dieser geht etwa 2 Meter am Tor vorbei und ich müsste mal hier kurz Pause drücken, um nochmal kurz in den Einstellungen zu schauen. Text ist ein bisschen schnell. Zack. Und weiter geht's. Fortuna ist hier sicher in der Defensive und hat gute Chancen. Sie kommen hier immer besser zu Tritt. Die Angreifer von Borussia Dortmund sind bisher blass geblieben. Und jetzt kriegt Dortmund eine super Chance und haut uns gleich aus dem Pokal-Viertelfinale raus. Götze wird von Gündogan wunderbar angespielt und kommt aus 20 Metern zum Abschluss. Ein Schuss wie ein Strichtorhüter. Giefer reagiert erst gar nicht. Der Ball schlägt unten links ein. Was willst du da machen? Mario Götze, eine Chance, ein Tor. Diese verdammten Borussen bei Düsseldorf. Düsseldorf schleichen sich nach und nach Nachsichtigkeiten ein. Mit 10 Sekunden sind 2 Bälle im Spiel, das ist klar. Leute, Konzentration. Konzentration. Und wieder Lewandowski setzt sich im Strafraum gegen 2 Düsseldorfer Verteidiger durch und wird eigentlich 11-Meter-reif gelegt. Patrick Höhn lässt Vorteil laufen. Und aus dem Hintergrund kommt Kehl, der den Ball aus 10 Metern in die Maschen jagt. Ja. Sieht so aus, als würden wir jetzt hier rausfliegen. Wir kommen gar nicht mehr dazu, hier die Musik auszumachen. Es geht nur noch Tor, 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 Tor. Tobias Lewels flankt mit Gefühl. Voronin steigt schön hoch und verlängert mit Kopf auf das lange Eck. Roman Weinfelder streckt sich und bekommt seine Hände ran. Mann. Die Tormusik hört gar nicht mehr auf. Haben sie es denn jetzt hier bald mal? Ich hasse diese verbackten Spiele. Warum ist hier diese Musik? Armin Younes ist einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent und spitze die Kugel vors Tor. Hummels rettet per Kopf zur Ecke und mahnt dann seine Kollegen zu mehr Konzentration. Endlich ist die Musik vorbei. Voronin, nächste Ecke. Der wird eigentlich im Sturm gebraucht. Warum macht er hier die Ecken? Weinfeller pflückt sich den Ball einfach mal locker runde. Das gibt's ja nicht. Tobias Lewels kriegt hier die gelbe Karte. Unsere Jungs reißen hier nichts. Was ist da los? Oh Mann, ey. Wir haben gut angefangen. Eigentlich schöne Chancen gehabt. Ja, Lewandowski. Eigentlich sollte sich Emre Can um den kümmern. Hat wohl nicht geklappt. Kehl. Von wo kommt der denn? Ah, defensives Mittelfeld. Reus. Ja. Die beiden hier waren das bisher. Laufwege. Zoomen wir es mal hier ein bisschen weiter über außen. Heißt, hier euch sage ich auch nochmal. Da gehe ich auf Anweisung lieber, dann sieht es besser aus. Ah, die machen auch schon Vorstöße, okay. Ihr auch Vorstöße? Ne, ihr sollt keine Vorstöße machen. Eigentlich könnten wir ihnen hier auch ein bisschen sagen. 60% Vorstöße. Jetzt müssen wir alles in die Waagschale legen. Also wir müssen absolut offensiv spielen. Gibt ja gar keine Möglichkeit mehr hier. Es noch zu gewinnen. Es ist zwar erst die erste Halbzeit, aber trotzdem, hier muss alles sitzen jetzt. Leute. Wieder eine Chance für Dortmund. Eventuell müssen wir auf eine Dreierverteidigung setzen und dann ab nach vorne alles. Marco Reus, die Ecke wird postwendend wieder aus dem 16er geköpft, aber der Ball kommt schnell wieder zurück. Kehl kommt an den Ball, täuscht an und tritt von schräg links den Pfosten. Abstoß. Hier ist pünktlich Schluss. Damit geht es jetzt in die Kabine und wir müssen uns irgendwas überlegen. Wir müssen uns hier irgendwas überlegen. Vermutlich wäre es besser, wenn wir 3 Innenverteidiger machen. Und dann irgendwie so ein 3-5-2 oder 3-4-3 vielleicht machen. Gucken wir mal. Also, erstmal die Spielergespräche. Also, Franziskus ist gut drauf, müsste aber hier mal motiviert werden. Genau wie Voronin und Younes und er hier muss sowieso und Emre Can müsste auch ein bisschen, aber ich möchte, ja, doch, machen wir so. Zack, der Rest, den macht der Assistent. Da purzeln hier mal alle hoch. Seid wachsam! Noch eine solche Halbzeit und wir können stolz sein. was soll's? Bisher 0. 2-0. Okay, wo liegt jetzt hier das Problem? Wer war nicht so gut? Lizas. Borussia war eigentlich ganz gut. Gegner. Er ist auf jeden Fall jetzt motiviert. Moralisch.
Nee, der ist nur frisch. Ah ja, das war das Problem. Okay. Chan. Ganz die Abwehr vernachlässigen, weiß ich nicht. Eventuell. Wechseln wir jetzt Lezas. Ah ja, doch. Levels, ne? Levels, der hat die gelbe Karte. Wir bringen dafür mal rein. Reisinger. So, zack. Machen wir das mal so. Dann probieren wir mal, Voronin ein bisschen hier hinzuziehen. Franziskus hier hin. Und Reisinger dahin. Oh, der kann auch ruhig Stürmer spielen. Vielleicht Reisinger mit Franziskus tauschen. Dann Borsa. Borsa, wie auch immer er heißt. Die müssen alle ein bisschen innen spielen. Weiß nicht, Digne kannst du halt nicht so gut Innenverteidiger spielen. Aber da müssen wir jetzt irgendwas machen. Wir müssen hier auf jeden Fall volle Pulle, volle Lotte geben. Das ist schon auf ganz hoch. Abwehrreihe. Haben wir auf 40. Pressing. Hier auf 50 mal. Sturmtank. Haben wir da jemanden, den wir Sturmtank als Anweisung geben können? Franziskus, du kannst hier mal. Du kannst mich mal. Nein, los. Hier, zack, was haben wir hier? Ball halten, Vorstöße, alles klar. Okay, was haben wir jetzt hier den dreien gesagt? Die Laufwege. Reisinger, du kannst hier reinlaufen. Ronin, bitte dahin. Du dahin. Auch ein bisschen mit zurückspielen. Yunus spielt ein bisschen hier. Emre Can, ja, Yunus dahin. Can versucht hier ein bisschen so rumzulaufen. So. Ja, okay. So, ihr lauft am besten nicht wirklich offensiv. Ihr müsst leider ein bisschen mehr mit nach hinten spielen. Es wird ganz krass auf die Kondition gehen. Emre Can, bitte auch mit nach hinten. Machen wir das so, dass es nicht zu doll im Laufen ist. So. Okay, das ist das. Jetzt nochmal gucken. Ist einer von den dreien hier, der ist fleißig im Sturm. Strafraumstürmer. Und er kann den Ball halten. Wir sagen mal, öffne Taktik, sagen Reisinger. Reisinger, du bist unser Sturmtank. Versuchen dich anzuspielen. Okay, und dann kann's losgehen. Spielerwechsel. Stefan Reisinger. Bin jetzt richtig gespannt, ob irgendwas bringt oder ob wir jetzt hier total die Mega-Klatsche kriegen. Oh je, oh je, oh je. Mats Hummels hat sich verletzt und kann nicht mehr weiterspielen. Yes! Auch wenn es gemein ist, aber trotzdem. Drei Innenverteidiger, linkes, rechtes Mittelfeld, zentrales und offensives Mittelfeld und drei Stürmer. Spielerwechsel, Andreas Beck. Ihre Entscheidung, Robbie Kruse führt den Ball auf den Flügel. Sebastian Kehl ist nur noch wenige Meter entfernt. Was wollen Sie zurufen? Zieh nach innen. Außen vorbei an Flanken. Zieh nach innen, Junge. Zieh nach innen. Na, klappt das? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Robbie Kruse führt den Ball auf dem Flügel. Otaldo schreit ihm etwas zu. Und da sieht er plötzlich, zieht er nach innen. Kehl und Subotic werden davon überrascht. Und plötzlich steht Subotic in der Innenverteidigung gegen zwei Angreifer auf verlorenem Posten. Kluger Pass auf Franziskus, aber der verfehlt aus bester Position. Das Tor um Zentimeter. Verdammt, die Stimmung im Stadion ist gut. Der Fanblock arbeitet hart und stimmt immer neue Gesänge an, die teilweise auch von der Tribüne übernommen werden. Volle Attacke, Leute. Volle Lotte. Hier muss jetzt alles gehen. Ah, deutlich Tempo verloren. Richtig konsequent gehen die Borussen nicht mehr zu Werke. Fortuna wird hier keine wirklichen Mittel um das... Jetzt wieder eine Chance für Dortmund. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Blaschikowski legt den Ball nach links raus zu Mario Götze. Dessen scharfe Flanke aber... lenkt Giefer zur Ecke. Vielleicht noch ein Auswechseln. Oh Mann, 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 oh Mann. Hier, 5-0, Lamperts. Das ist der Zuruf. Goretzka. Mach dich warm. Ein paar Minuten. Gelbe Karte für Lewandowski. Dann wechseln wir gleich mal. Ich glaube, Goretzka kann besser rechts. Besser links spielen als Kruse rechts. Deswegen
Nee, ach, was sage ich denn da? Als Kruse links, so. Deswegen, Aufstellung. Deswegen gucken wir mal. Leon Goretzka kommt rein. Lamperts, 67, ja, ich glaube. 68, 67, ja, das ist besser, wenn wir das so machen. Okay. Wir müssen jetzt alles reinmachen. Die Abwehr muss weiter mit nach vorne. Wir müssen praktisch überall Druck machen. Das Passspiel kann ruhig ein bisschen riskanter werden. Jo. Oh Mann, jetzt geht's hier richtig um die Wurst. Spielerwechsel. Kevin Großkreuz für Piszczek. So. Bender wird auch noch gewechselt. Da bin ich mal gespannt, ob hier noch irgendwas geht. Wir haben zwar jetzt alles in die Waagschale gelegt, aber es sind nicht mehr viele Minuten Zeit. Ich bezweifle, dass wir jetzt hier noch zwei Tore schießen. Und da ist auch die nächste Chance für Borussia Dortmund. Natürlich, wir sind total offen. Diekne schießt beim Abwehrversuch gegen den eigenen Mann an und wird unfreiwillig Robert Lewandowski vorgelegt. Forsa schaltet aber blitzschnell und wirft alles noch dazwischen. Wieder eine Chance für Dortmund. Ecke von Marco Reus. Die Ecke ist Sache von Marco Reus. Er schaut lange nach der besten Anspielstation, bringt die Kugel hoch hinein, aber Forsa köpft den Ball wieder weit aus der Gefahrenzone. Leute! Angriff! Götze legt schön auf Reus, aber der verzieht. Jungs! Mann! Franziskus wird müde. Der wird müde. Nando Raphael holen wir rein. Und hier, nächste Chance. Schmelzer. Denkt diese nächst zur Latte der Diekne. Verfehlt Giefer, Nachschuss Lewandowski. Glanzparade. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall verlieren. Hier ist nichts mehr zu holen. Borussia Dortmund spielt jetzt souverän die Zeit runter. Alles schon reingelegt. Also noch weiter offensiv. Weiß ich nicht. Franziskus. Gebt alles, Jungs. Alles. Individuelle Anweisung. Wir können gar nichts machen. Nichts. Alles nach vorne. Abseitsfalle weg. Konterspiel, ja, hier, da muss überall Druck gemacht werden. Das wird nichts mehr. Ich glaube, wir sind raus. Oh, Mann. Ja. 4 Minuten noch. Nichts entgegenzusetzen, nichts. Gar nichts. 88, noch 2 Minuten werden nachgespielt, aber das ist... Jacke wie Hose. Hier werden wir nicht noch 2 Tore schießen. 2:0 wird das Endergebnis sein und Schlusspfiff. Traurige Düsseldorfer. Oh, im Viertelfinale ausgeschieden. Andere erziehen ihre Kinder zweisprachig, ich beidfüßig. Ja, okay. Finanzen. Okay. Fußballer des Monats Februar wird Abdelau. Wie er heißt. Appell an die Fans, zusätzliches Budget, neue Ablöseforderungen. Habe ich das nicht manuell gemacht? Karnevalsverein. Ja, Mist, ey. So, Interesse. Hat das alles geschafft. Der Hintergrund. Oh Mann. Jo, okay. Scouting. Er ist wieder fit. Neue Ablöseforderungen. Ist voll eingeschlagen. Sie können mit 7% höheren Besuch rechnen. Sehr gut. Zusätzliches Budget. Sie kriegen nur 500.000 dazu. Okay. Ken Ilze braucht noch 4 Wochen. Bellinghausen noch 5 Tage. Ja. Ich soll nach Manuel Neuer nochmal schauen. Da stimmt irgendwas nicht. Tatsächlich. Manuel Neuer beim FC Barcelona. Damit wäre die Frage beantwortet, was mit dem Neuer nicht stimmt. Für 26,5 Millionen
ist er gewechselt. Am 1.1. direkt. Hat 4 Spiele schon gehabt. So sieht's aus. Sein Marktwert ist gestiegen. Ja. Die Bayern haben jetzt, wen haben sie denn jetzt als Torwart? Was ist deren Torwart Nummer 1? Die haben Andujar, wie auch immer er heißt, 75. Das heißt, die Bayern haben Tom Starke hier auch als zweiten Torwart. Das bedeutet, die haben kleine Probleme jetzt hier in der Verteidigung. Sind im Moment auf Platz 10? Oh, deswegen. Manu Neuer fehlt. Das heißt, er rappelt es ordentlich hinten im Karton bei den Bayern. Naja, da können wir nichts machen. Wir sind ausgeschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es gegen FSV Mainz geht. Bis dann.